In der letzten Folge, während das Shaw-Ensemble in Brasilien untertaucht, tolle Erholung, tolles Erlebnis, herrscht bei den Reiseleitern Bernd und Dominique Land unter. Haben wir unsere Reiseleiterin schon? Nein. Umweltoffizier André Klein sorgt sich um saubere Strände. Ich möchte eben selber nicht an den Strand gehen und dann im Müll liegen. Und für Reiseleiterin Cori und die Passagierin Nicole und Frauke wird es giftig. Ist aber nicht erlaubt, eigentlich. Alles verboten. Vor der Grand Lady taucht Salvador der Bahia auf. Kapitän Morten Hansen muss mit dem Anlegen aber noch warten. In dem brasilianischen Hafen herrscht reger Schiffsverkehr. Ich muss ein bisschen warten wegen dieser Koste oder dieser anderen Kreuzfahrtschiffe. Ich muss drehen. Wir planen Backbord zum Kaiplatz heute. So, sollte alles nach Plan, vielleicht eine kleine Verspätung, aber den muss man einkalkulieren. Das ist so hier unten, da tickst die Uhr ein bisschen anders. Zeit spielt in der Küstenmetropole keine Rolle. Die Einwohner Salvadors schenken dem Tanzen und Feiern mehr Bedeutung. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis ist ein großer Fan. Das ist für mich eine der historischen, wunderschönen Städte, einen traumhaften, noch kolonialen Altstadtteil, bunt, lebensfroh. Und ich versuche heute unbedingt mal rauszukommen und einen Teil davon auch für mich zu haben. Seine Frau Katrin Wiedmann und Sohn Leo kommen natürlich mit. Aber dafür muss die Grand Lady zunächst einmal anlegen. 15, 20 Minuten noch. Dann sind wir fest und dann fangen wir an. Dann nehmen wir fest. 20 Minuten? Ja. Okay. Muss langsam dran gehen, hier ist nicht so viel Wasser. Mit der kleinen Verspätung überrascht der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor Jörn Hofer seine Gäste aber nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein wichtiger Hinweis von der Brücke. Wie Sie sehen, vor uns ein weiteres Kreuzfahrtschiff, das ein paar Probleme hat mit dem Anlegen. Da werden ein paar Leinen an Land geschmissen, dann werden sie wieder eingeholt. Es ist ein wenig durcheinander. Nun, wir warten, bis da die Leinen wieder geordnet sind und dann kommt das Mooring-Team, das Leinenteam hier zu uns und hat hoffentlich gelernt, welche Leine an welchen Poller gelegt wird. Und aufgrund der Verzögerung des Kreuzfahrtschiffes vor uns müssen wir einfach warten, bis dann also das Landpersonal auch für uns bereitsteht. Adamo aus dem Show-Ensemble hält die Warterei kaum noch aus. In wenigen Augenblicken betritt er nach 2 Jahren wieder den Boden seiner Heimatstadt. Vielleicht lässt das Mooring-Team am Hafen den Landsmann ja mit Absicht etwas zappeln. Andere Länder, andere Sitten. Also, das machen die Brasilianer nicht mit Absicht. Das liegt in deren Mentalität. Man kommt zur Arbeit, redet vorher, trinkt noch einen Kaffee, guckt dann auf die Uhr, sagt, ja, ich habe vor einer halben Stunde angefangen, ich gehe da mal los. Man wird diese Leute nie umerziehen. Das ist ja auch das Schöne, beispielsweise der brasilianische Fußball lebt eben von der Kreativität. Und für uns ist das natürlich manchmal nervenaufreibend. Plötzlich setzen sich die Festmacher am Pier in Bewegung. Endlich kann der zweite Offizier Christian Baumann von Deck 3 aus das Vertäuen und Festmachen leiten. Und zwar nach seinen Vorstellungen. Wir sind relativ viel auf die Landseite angewiesen, auf die Leinenleute an Land. Und die waren heute überhaupt nicht kooperationsfähig. Die wollten die Leinen dahin legen, wo diese hin haben wollten. Aber wir sind für die Sicherheit des Schiffs verantwortlich hier auf den Manöverstationen. Und wir müssen das entscheiden. Und deswegen hatten wir ein paar Auseinandersetzungen mit denen heute. Doch jetzt liegt die Grand Lady sicher am Pier. Salvador da Bahia kann kommen. Das Ehepaar Cecilia und Bernd Hochstetter gehört zu den ersten Passagieren mit festem Boden unter den Füßen. Ja, wir haben uns einen Guide gebucht und der soll uns mit dem Auto in die Altstadt mal bringen von Salvador. Da sind wir schon riesig drauf gespannt, weil es ja UNESCO-Weltkulturerbe, muss was Besonderes sein. Und da freuen wir uns riesig drauf. Und das mit einem ortskundigen Führer kann nur toll werden. Salvador da Bahia zählt zu den exotischsten und fröhlichsten Städten Brasiliens.
An jeder Ecke der 2,7 Millionen Metropole pulsiert das Leben. Zu Recht ist die Stadt auch über die Landesgrenzen hinaus als Hauptstadt der Glückseligkeit bekannt. Da passt die gute Laune von Cecilia und Bernd perfekt hinein. Hi Rubens! Hallo! Hallo! Wie geht's? Hallo. Du führst uns durch Salvador? Ja, es ist Salvador, meine Stadt. Ja. Meine Land. Okay, da freuen wir uns darauf. Keine 3 Minuten später fühlen sich die zwei Gäste aus dem Odenwald wie zu Hause. Die Damen in Bahia-Tracht sind ein echter Blickfang. Das ist der Hammer. So empfangen zu werden, ist natürlich klasse. Die Mädels da in ihren tollen Kostümen und waren auch so herzlich gewesen. Ist klar, wollen einen kleinen Obolus, aber macht man ja gern. Hat richtig Spaß gemacht, ja, und jetzt anderes Leben, andere Temperament, alles. Du merkst die Freude irgendwie auch. Das ist schon total Wahnsinn. Das ist richtig schön. War ein toller Einstieg. Ja. Einen tollen Einstieg auf der Grand Lady wünscht sich auch Fernanda Brandao, bekannt aus der Deutschland sucht den Superstar-Jury. Die brasilianische Moderatorin setzt heute erstmals einen Fuß auf ein Kreuzfahrtschiff. Ich habe den Kapitän gesehen, da oben mit dem Fernglas. Gott, ist das große Schiff. Hilfe! Genau 231 Meter lang. Für mich ist es gerade hier total aufregend und Neuland oder Neuwasser, könnte man fast sagen. Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich war das letzte Mal hier zur WM. Freue mich tierisch, wieder in Brasilien zu sein und auch neue Plätze zu sehen, die ich bisher nicht kannte. Ich muss gestehen, ich wurde ja mal früher seekrank. Deswegen habe ich das Wasser gemieden. Und das ist meine erste große Erfahrung auf einer Kreuzfahrt. Und alle haben mir gesagt, mir wird nicht schlecht und ich werde es lieben. Ich werde schlafen wie ein Baby. Ich bin super, super neugierig. Gehört, das Essen ist toll, aber ich bin echt erschlagen gerade von der Größe dieses Schiffes. Das ist Wahnsinn. Und die Grand Lady hat auch innere Werte. Dazu gehört die kompetente und hilfsbereite Mannschaft rund um Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis. Selbstverständlich empfängt er den prominenten Gast persönlich an Bord. Wow, lange erwartet und sofort erkannt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie schön. Hallo. Unser Hotel, hallo. Dr. Herr Brunner. Hallo Josef. Willkommen hier. Luca. Hallo Luca. Und jetzt bin ich komplett erstaunt, weil eigentlich dachte ich jetzt, wir kommen mal mit 3 Mann, um die Koffer zu tragen. Aber so viel ist es gar nicht. Es liegt daran, dass meine Klamotten klein sind. Und dann braucht man nicht so viel Platz. Ja, und wir haben Sommer hier. Ne? Also bin ich aber eigentlich nicht gewöhnt, muss ich sagen. Warte, der Koffer mit den Schuhen kommt noch. Ja, okay. Luca, bringst du den Koffer schon mal hoch? Ja, gerne. Dankeschön. Kabinenschlüssel hast du? Kabinenschlüssel habe ich und dann nix wie hinein in dieses wunderbare Schiff. Schön, dass Sie da sind. Ich bin so beeindruckt. Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich bin völlig erschlagen von den ganzen Eindrücken. Jetzt passiert's. Patsch. Das in Deutschland lebende Multitalent reist 4 Tage lang mit. Und die werden es in sich haben. Der vermeintliche Kapitän ist in Wahrheit der 2. Offizier Christian Baumann. Er beobachtet das Anlegen einer noch größeren Lady. Ja, das ist ein ganz schön großes Schiff, das hier gerade anlegt. Und die Parklücke ist ja ziemlich klein. Das ist wirklich eine Millimeterarbeit hier. Und ich denke, heute wird ganz schön was los sein in Salvador. Jetzt kommen noch mal 4000 Passagiere mit diesem Schiff. Und ich bin echt gespannt. Ich gehe später nach meiner Wache selber raus und dann werde ich erleben, wie viele Leute in der Stadt sind. Durch die zunehmende Beliebtheit steht die Stadt inzwischen auf der Route jeder Brasilien-Kreuzfahrt. Thomas Gleis führt seinen prominenten Gast durch das Schiff. Sein erstes Etappenziel, das Panoramadeck mit toller Aussicht. Oh ja, die Altstadt. Die kenne ich. Und das jetzt einfach mal wirklich genießen. Der Anblick der Altstadt Belourinho weckt bei der gebürtigen Brasilianerin viele schöne Erinnerungen. Mir wird total warm ums Herz. Ich komme aus Brasilien, ich komme zwar nicht aus Salvador, aber ich kenne die Altstadt gut. Belourinho ist weltbekannt. Man kennt Olodum, man kennt das Michael Jackson-Video They Don't Care About Us. Zur WM war ich hier und habe viele tolle Sachen gemacht. Schön, das ist ein vertrautes Gefühl, das macht Spaß. Am Heck der Grand Lady befindet sich eine Bar mit Tanz- und Veranstaltungsfläche. Momentan herrscht Ruhe. Aber in ein paar Stunden wird hier der Teufel los sein. Heute Abend findet ja Capoeira Show statt. Echt, heute Abend ist Capoeira Show? Ja. Sehr gut. Und zwar, das Schöne ist, wir haben einen Brasilianer in unserem Ensemble, der hier lebt, der hier aufgewachsen ist und dessen Freunde versuchen hier heute Abend für unsere Gäste eine Vorführung zu machen. Schön.
Die Moderatorin fühlt sich immer wohler an Bord. Ich freue mich total, dass jemand aus dem Show-Ensemble aus Brasilien kommt, sogar aus Salvador. Hier hat die Capoeira ihren Ursprung gefunden und hier wird auch viel getrommelt. Hier sind wahnsinnig viele Rhythmen. Mich verbindet mit Capoeira, dass ich das lange Jahre praktiziert habe in meinen Teenage-Jahren. Und es hat nicht nur mein Körper wunderbar gestärkt, sondern auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Es ist Kultur, es ist Tradition. Vielleicht schwingt ja Fernanda Brandao heute Abend mit Adamo und seinen Freunden das Capoeira-Bein. Hotelpraktikant Luca bringt inzwischen das Gepäck des TV-Stars auf ihr Zimmer. Eine schöne Aufgabe. Aus dem Fernsehen war mir Fernanda Brandao durchaus bekannt. Und ich war erstaunt, als ich ihren Namen auf der Passagierliste gelesen habe. Und ja, habe mich gefreut, sie jetzt mal in echt zu sehen. Wann kriegt man schon mal die Chance, einen Promi kennenzulernen? Und dann auch noch ihren Koffer tragen zu dürfen, weil, ja, war schon spannend und aufregend. Für Bernd und Cecilia geht die Tour durch die Altstadt weiter. Lange Zeit war Salvador Hauptumschlagplatz für afrikanische Sklaven. Ein Denkmal erinnert an ihren berühmtesten Anführer, Zumbi. Brasilien leider war, also alles eine ex-portugiesische Kolonie, die letzte Nation der Welt, die die Sklaverei verboten hatte. Okay. Offiziell 1888. Aha. Und Zumbi, ne, ist das sicher der Vertreter von diesem Volk. Die Igreja da São Francisco ist das nächste Highlight. Von außen verrät die prunkvollste Kirche Salvadors nicht ihre inneren Schätze. Tourguide Rubens verspricht dem Ehepaar einen exklusiven Blick. Aber nicht auf den Innenhof. Das Beste kommt noch. Ja, Rubens hat hier seine Beziehungen spielen lassen und führt uns jetzt in einen Bereich, der im Moment für die Besucher überhaupt nicht geöffnet ist. Und das ist natürlich sehr spannend, dass man diesen Vorteil hat und diese Sakristei, diese Kirche von einem Platz aus sehen kann, den andere im Moment nicht haben. Findet man ganz toll. Von einer Empore aus offenbart sich den Gästen eine atemberaubende Sicht auf die unermesslichen Reichtümer der Kirche. Schätzungsweise eine Tonne Gold haben Künstler in den Skulpturen und Verzierungen eingearbeitet. Ein Beispiel vollendeter Perfektion der portugiesisch-brasilianischen Kunstschnitzerei. Für die Besucher Gänsehaut pur. Das ist ergreifend, muss man wirklich sagen. Wenn man die Fassade von außen sieht, die eigentlich total schlicht gehalten ist, und man geht dann hier durch die Tür durch und sieht diese Barockkirche hier, also es ist wirklich unfassbar, ich bin völlig weg. Ich habe fast Gänsehaut in dieser Hitze. Das ist so der erste Eindruck, wenn du sowas siehst und hier oben steht mit diesem Blick hier, das ist. Ist toll. Ja, wirklich toll. Ohne Worte. Das Kunstwerk entstand nicht über Nacht. 150 Jahre waren Künstler mit den Verzierungen beschäftigt. Unwesentlich kürzer dauert die Besichtigungstour der Grand Lady. Thomas Gleis führt Fernanda Brandao in ihr Gemach. Das ist mein Zuhause. Das ist das Zuhause. Und damit herzlich willkommen. Wow. Einfach hinein. Ich habe einen Balkon. Ich habe einen Balkon. Ups, genau richtig. Oh, wie cool. Ich habe gleich mein eigenes Rettungsboot hier vor der Tür. Also es wäre kein Privatrettungsboot, aber... Schade. Das ist die Verlängerung. Das ist eigentlich meine Terrasse. Das ist die Terrasse, ja. Da stellen wir dann die Sonnenliegen drauf und alles wird gut. Oh, ich freue mich so, dass ich einen Balkon habe. Dann ist der erste Eindruck erstmal da. Ist ja auch noch ein Bett. Ja. Ach, cool. Also ich gehe da mal wieder dahin, wo ich arbeiten darf. Okay. Vielen und, Dank, Thomas. Wir sehen uns spätestens heute Abend bei der Show. Und dann für mich nur willkommen an Bord. Wir freuen uns, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Viel Spaß, da ist noch mein Schlüssel. Bis zur Abendshow kann sich die Künstlerin mit der Grand Lady vertraut machen. Thomas Gleis ist von ihrem Besuch begeistert. Es war einfach super klasse, Fernanda begrüßen zu können. Sie ist eigentlich genau so als Mensch, wie ich sie aus den Medien kennengelernt habe. Ist quirlig, ist nett, ist freundlich, ist Brasilianerin, passt natürlich super gut in das Land rein. Ich glaube, von ihrem ganzen Naturell ist es einfach eine Bereicherung. Belourinho, die Altstadt Salvadors. Bis vor wenigen Jahrzehnten war das Viertel eine Favela mit Drogenproblemen und Prostitution.
1985 wurde die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Hier taucht man richtig ein in Brasilien. Das ist so die erste Stadt jetzt, wo man so richtig das Gefühl hat, jetzt sind wir in Brasilien angekommen. So, der Rhythmus hier, die alten Gebäude, die Gässchen, fantastisch. Des einen Freud, des anderen Leid. Auch Reiseleiter Bernd ist mit einer Gruppe Touristen unterwegs. Wahnsinnig überlaufen alles. Ich versuche meine Gruppe nicht zu verlieren, dass alle Gäste da sind. Ich habe einen Haufen zu tun heute. Und ich muss auch wieder los. Ciao, ciao. Gegen die vielen Leute hat Cecilia nichts. Dafür aber etwas gegen Bernds viele Stoppeln. Rubens, hier würde ich mich gerne rasieren lassen, gell? Ja, natürlich. Ja? Das hier. Okay. Meine Frau meint, ich sehe verboten aus. Muss mal gemacht werden. Passt gut. Arbeitet ja hier mindestens seit gute 50 Jahren. Ah ja, okay. Ja, ja. Perfekt. Hereinspaziert beim Barbier Almiu Karch. 81 Jahre jung ist der gute Herr. Und an Pensionierung denkt er noch lange nicht. Bernd hat vollstes Vertrauen. 60 Jahre Friseur, da kann nichts schiefgehen. Nee. Der hat schon Schlimmere gesehen, nämlich. Schlimm ist sein Bartwuchs nun wirklich nicht. Und Vollbärte liegen immer noch voll im Trend. Cecilia verrät, was sie wirklich daran kratzt. Nein, ich mag den auch so ein bisschen so 3-Tage-Bart ist schön, aber wenn das ein bisschen so grau wird, dann sage ich, jetzt ist wieder Zeit. Dann musst du ein bisschen rasieren, damit sieht auch ein bisschen jünger aus, ohne, finde ich. Bernd müsste sich seinen Bart also eigentlich nur färben lassen. Aber das könnte bei Almiu Karch wahrscheinlich Stunden dauern. Das ist ein Original, wenn man ihn sich mal anguckt. Der macht das ja schon Jahrzehnte. Finde ich einfach klasse, sich in so einer Atmosphäre rasieren zu lassen. Ich freue mich schon drauf. Aber man sieht natürlich auch, alles braucht seine Zeit hier. Es geht alles langsamer als bei uns. Und das hat ja auch was. Eine Nassrasur muss schließlich zelebriert werden. Zunächst trägt der Barbier die Rasiercreme mit einem Pinsel aus Dachshaar auf. Das ist wirklich was in Erinnerung, dass man sowas hier macht in Salvador jetzt. Der alkalische Schaum quält die Barthaare auf. Sie werden weicher, lassen sich leichter rasieren und die Klinge bleibt länger scharf. Wunderbar. Diese Creme, die er da drauf hat, die riecht wunderbar. Ich kann den Mann jetzt schlecht schätzen, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich sag mal 75, 80, der macht das alles ohne Brille. Sensationell. Ne? Fühle mich sehr wohl und in sicheren Händen bei ihm. Und so geht's. Haut straffen und Rasiermesser mit dem Strich von Wangenknochen zum Kinn ziehen. Nach der Rasur mit einem sauberen Handtuch leicht abtupfen. Bernds Gesicht glänzt wie ein Babypopo. Oh, das kenne ich nur von Cecilia normalerweise. Dass ich so sanft angefasst werde. Richtig schön, ich fühle mich richtig wohl, hat er ganz toll gemacht. Pronto. Obrigado. So kann sich der 46-jährige Polizeihauptkommissar wieder an der Seite seiner Gattin blicken lassen. Und? Wie neun. Mindestens 5 Jahre jünger. Ja, fühle mich auch gut. Ja. Schön glatt. Sehr schön glatt. Mhm. Riecht auch gut, gell? Riecht ja, gut, ja, ja, ja. Die Tour kann weitergehen. Im Hafen verlässt der zweite Offizier Christian Baumann die Grand Lady. In Zivil. Ja, ich bin für heute durch mit dem Brückendienst, zumindest für heute Vormittag. Und jetzt geht's in die Stadt. Ich hole die Cori gleich im Terminal ab. Die arbeitet da noch und dann machen wir ein paar Besorgungen und schauen uns die Stadt ein bisschen an. Auf die Brücke muss er wieder um 8 Uhr abends. Jetzt muss er erst mal seine Kollegin erlösen. Oh, Cori, Gott sei Dank, ich hab dich gefunden. Hier ist ja die Hölle los. Ja, Wahnsinn, okay. Bist du fertig? Du hast dein Klemmblatt noch in der Hand. Können wir? Okay. Salvador da Bahia zieht die Massen an. Das Busterminal ist völlig überlaufen. Ich bin so froh, dass der Christian gerade gekommen ist und mich ablöst, weil hier ist wirklich die Hölle los. Hier sind 1 Milliarde Busse gerade angekommen. Und ich bin froh, dass wir gleich noch ein bisschen in die Stadt gehen können, ein bisschen Freizeit, das wird schön. Über Speis und Trank lassen sich fremde Länder genussvoll erschließen. Von früheren Reisen kennt Christian den Weg zum brasilianischen Nationalgetränk. Ah, hier habe ich euch letztes Jahr. Hier gibt's meinen Schnaps. Ja? Ja. Hier gibt's aber ganz schön viel Schnaps, ja, ne? Wo ist er denn? Ich guck gerade. Da, da ist er. Oh, wunderbar. Den gibt's aber auch in großen Flaschen, komm. Ja? Wir gehen mal gucken. Meinst du die? Eine für dich, eine für mich. Jawohl, 2 Strohhalme rein, passt. Hola. Hola. We like to have cachaça. Muita cachaça. Cachaça. One Litro, uno Litro. Magst du auch eine Flasche, ja, ne? Ja, komm.
Liter. Ja, du. Jetzt holt er, ich glaube, das letzte Mal ist er da hinten in so ein ganz kleines Lager reingeholt. Ja. Da sind eine Menge von den, ja, da hinten, das haben sie immer noch so. Abgefahren. Da sind eine Menge Flaschen, also das ist nicht das alles, was die hier echt haben. Echt alles, ne? Ja. Ah. Ah, perfekt. Cachaça ist ein Zuckerrohrschnaps und Grundlage der berühmten und beliebten Caipirinha-Cocktails. Obrigado. Obrigado. So. Ja, Cori, Teil 1 haben wir erfüllt. Teil 1 haben wir erfüllt. Ich will nur noch die Mango-Suche. Komm. Und das dürfte in Brasilien kein Problem sein. Zurück im Hafen. Während ein Crewmitglied die Grand Lady vom Meersalz befreit, verpasst Küchenpraktikantin Elisabeth einer Vorspeise die nötige Würze. Gleich hat sie Pause und kann die Stadt besichtigen. Ja, wenn ich rausgehen kann, dann freut mich das natürlich jedes Mal, weil es ist schön, was von den Ländern zu sehen, wo wir hinreisen. Und ja, und vor allem draußen, es scheint die Sonne und man merkt ja drinnen schon, dass es warm ist. Aber es ist eher spontan, glaube ich, dass das jetzt funktioniert, dass ich rausgehen kann. Reiseleiterin Dominique hat sie auf eine Tour eingeladen. Eine perfekte Mittagspause. Besonderes Ziel habe ich jetzt eigentlich nicht so. Ich will eigentlich nur die Sonne genießen und einfach nur ein bisschen bummeln, weil ich muss ja ein paar Souvenirs mit nach Hause bringen. Und ja, einfach die Zeit ein bisschen genießen. Nach Recife ist das ihr zweiter Landgang innerhalb von 3 Tagen. So darf es gerne weitergehen. Die Zeit genießen. Das wollen auch Adamo und Fernanda Brandão. Bevor der Brasilianer heute Abend endlich seine Familie treffen wird, möchte er seiner Tänzerkollegin das Viertel zeigen, in dem er seine Jugend verbracht hat. Cool, so bunt, ne? Alles so bunt. Es ist so schön. Das ist für mich. Ich freue mich auch so, dass ich inzwischen schon so oft hier war, dass ich auch ein Heimatgefühl habe im Pelourinho als Carioca slash Mineira. Slash Mineira? Mineira. Okay. Ich bin geboren in Belo Horizonte, aber mit 3 Jahren nach Rio, mit 9 nach Europa. Wow, ja. Das ist total gut. Ja, alles international, total gemischt. Und obwohl sie schon länger im Ausland lebt als in ihrer Heimat, weiß sie, wo ihre Wurzeln liegen. Man kann einfach seine DNA nicht verleugnen oder nicht verneinen. Ich habe so viel Europäisches an mir, so viel Deutsches. Meine Disziplin, mein Fleiß, mein Ehrgeiz ist deutsch, durch und durch. Und manchmal werde ich verrückt hier in Brasilien, wenn es zu lange dauert. Aber ich bin Brasilianerin. Ich bin halt dieses Chaos auch gewohnt und diese vielen Farben und diese laute Kulisse. Und wenn ich hier bin, werde ich immer wieder sehr genau dran erinnern. Ja. Erinnerungen gibt es hier auch für Adamo noch und nöcher. Schau mal da. Also Theater Miguel Santana? Miguel Santana. Ich habe gearbeitet da. So nein. Viel. Ja. Echt? Das ist wirklich, also ich habe nicht dort angefangen, aber fast so, ne? Meine du vom Theater, von der Bühne, Musik, du bist ein Showboy, Showman, Showmaster. Hier war meine erste Afro, Tanz-Afro. Was ist das? Das Giardro Miguel Santana besteht seit 1988 und ist für seine professionelle Tanzgruppe berühmt. Wie lange hast du diese Wand nicht mehr berührt? Ach Gott, 5 Jahre. Echt? Tja, mehr als 5 Jahre. Das ist total. Der war der Anfang. Hier war alles. Alles Schwitze-Ding hier, ne? Wow. Total cool. So viele Dinge passiert jetzt, mein Gesicht, mein Blick, mein Herz, wow. Ja, ist wundervoll, ist wunderschön. Der Musical-Darsteller hat für Fernanda Brandão jetzt eine besondere Überraschung parat. Ich habe gehört, du bist Capoeira. Ja. Frau und gut, ne? Oder? Ich mag das total gerne, ja. Cool, so jetzt. Du bist in Salvador de Bahia. Stadt der Capoeira? Ja, genau. Dann wir machen Capoeira jetzt zusammen. Okay. Machst du das? Ja. Cool? Ja. Freut dich? Total. Cool. Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Hose angehabt. Aber ist kein Problem. Nein. Das ist meine Waffe bei den Jungs. Total. Die Leute werden so Beine. Ich habe ein paar Freunde gerufen. Ja. Und dann haben wir Drums und Musik. Berimbau. Wir machen zusammen, okay? Super, danke. Bist du bereit? Mega authentisch. Immer, ne? Immer. Immer. Ja. Gehen wir dann. Christian und Cori sind auf einem Obst- und Gemüsemarkt gelandet. Doch statt einer großen Mango finden sie eine kleine Mieze. Oh. Oh Gott, oh. Oh, ist
sie putzig. Und klein. Und so zutraulich schon. Oh nein. Willst du mitnehmen, Cori, oder? Ja, ja. Fass mal an, die ist ganz... Wo ist sie? Oh, ja, das kleine Miezekätzchen. Ich möchte es mitnehmen. Süß. Können wir es nicht irgendwo mitnehmen? Tiere sind auf der Grand Lady nicht erlaubt. Da hilft kein Betteln. Aber das Kätzchen ist auf dem Markt Sao Joaquin gut versorgt. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Guck mal, das könnte Zucker sein, oder? Für Kalpi. Ja, das sieht oder? So. Oder es ist wieder dieses Mehl, was es da gibt. Komm, lass uns mal fragen. Vielleicht verstehen die uns. Vielleicht aber auch nicht. Hallo. 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 Azuka. Azuka. Caipirinha. Caipirinha. Azuka. Der Peter Service war es. Limau. No, no Limau, Azuka. 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 Ah. Oh. No. Doch, ich glaube, wir werden fündig. Ja, sonst nehmen wir halt die Erdnüsse. Azuka! Kalpi. Kalpirinha? Ja, das ist er. Mit seinen spärlichen Portugiesisch-Vokabeln kann Christian immerhin die Zutaten für einen Cocktail besorgen. Der Sao Joaquim-Markt gilt als besonders authentisch. Vor allem Einheimische kaufen hier ein. Touristen verirren sich nur selten an die Stände. Ja, anscheinend hat es uns hier in die letzte Ecke von Salvador verschlagen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz coolen Fruchtmarkt gefunden. Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es richtig gutes Obst, haben wir uns sagen lassen. Und wir sind gerade auf der Suche nach frischen Mangos, Papayas und Maracujas. Und wenn wir Glück haben, noch ein paar Avocados. Genau. Mal gucken. An Limetten und Bananen mangelt es nicht. Da können die anderen exotischen Früchte nicht weit sein. Das sind Mangos. Und die sehen gut aus. Die sehen richtig gut aus. Ja. Hola. Hallo. Wir brauchen eine, die schon so ein bisschen weich ist. Genau, ne? So ein Die. Ich glaube, die ist gut. Die ist gut? Oder ist oh ja, die vielleicht oh ja, zu doll? Nee, ich glaube, die ist gut. Fühlt sich gut an. Riecht auch gut, riech mal. Oh ja. Also die nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Guck mal, die. Die ist auch gut? Ja. Ursprünglich aus Südostasien wird die Mango inzwischen in fast allen tropischen Regionen kultiviert. Die brasilianische Schnitzeljagd war sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Ja, wir haben Zucker bekommen, wir haben Schnaps bekommen, jetzt haben wir unsere Mangos noch. Ja. Der Tag war erfolgreich. Und der Christian trägt. Ja, ja, das ist ja normal. Komm. Wie es sich für einen Gentleman gehört. In der Familie Gleis-Wiedmann trägt die Mama den Sohnemann Leo. Die drei nutzen die wenigen freien Stunden für einen gemeinsamen Ausflug. Salvador da Bahia möchte wirklich niemand von der Schiffscrew verpassen. Für Leo gibt es eine Premiere. Das ist Leos allererste Kokosnuss. Und ich kenne das noch von früher. Ich habe es schon so lange nicht mehr getrunken. Ich liebe das. Ich finde das so gut und erfrischend. Und bin mal sehr gespannt, wie er das jetzt findet. Aber wenn er ein bisschen was von der Mama hat, findet er das gut. Gut. Na dann. So. Hinter der harten Schale verbirgt sich die süße Milch. Nee. Ist das sauer? Das ist doch nicht sauer, mein Schatz. Leo kommt wohl eher nach dem Papa. Aha. So richtig überzeugt ist der kleine Mann nicht. Ist wieder rein, Schatzele? Doch Leo ist hartnäckig. Das Ergebnis bleibt trotzdem gleich. Direkt hinter der Familie steht die Wallfahrtskirche Nosso Senhor do Bonfim. Tausende bunte Gebetsbänder zieren das Gitter und tanzen im Wind. Sie stammen von Pilgern, die um Heilung von schweren Krankheiten gebeten haben. Drei Knoten am Gitter oder am Handgelenk stehen für drei Wünsche. Und natürlich darf man es nicht verraten. Aber wenn er in Erfüllung geht, wird Leo so 200 Jahre alt. Die Wunschbänder waren ursprünglich aus Seide und es gibt sie schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Menschen trugen sie während der Pilgerfahrten. Ein Wunsch geht für Katrin Wiedmann bereits jetzt in Erfüllung. Ich bin total gerührt gerade, weil das so der erste Moment ist, den wir so als Familie haben, wo wir mal zusammen was machen und
wo man einfach nicht denken muss, jetzt klingelt gleich das Telefon, jetzt geht gleich das Walkie, jetzt muss ich gleich wieder, irgendjemand braucht was, irgendwo geht was schief, sondern nee, jetzt sind wir einfach hier und genießen das Traum. Und diesen Traum hält Familienvater Thomas Gleis für immer fest. Zurück auf der Grand Lady. Für Elisabeth ist soeben ein Wunsch zerplatzt. Die Küche brummt vor Arbeit, der geplante Stadtbummel fällt aus. Doch die Küchenpraktikantin hat eine professionelle Einstellung. Natürlich ist es blöd, wenn man nicht rausgehen kann, aber dann kann man es nicht ändern und dann geht man halt wieder arbeiten, ganz normal. Ist halt so. Seit 2 Wochen ist die 19-jährige Bayerin nun an Bord und der Arbeitsalltag ist schon fast zur Routine geworden. Ich werde wie immer bis 9:30 arbeiten und wenn ich fertig bin, werde ich duschen gehen und ins Bett gehen dann. Aber vielleicht hält der Abend doch noch eine Überraschung bereit. Bellorino, die Altstadt Salvadors. Diesen Platz hat Michael Jackson in seinem Musikvideo They Don't Care About Us verewigt. Die Brasilianer Adamo und Fernanda Brandao entdecken eine Capoeira-Gruppe. Gesang, Trommeln und der typische Berimbau, ein Musikbogen, gehören dazu. Der Herr bittet die Dame zum Kampf. Capoeira wurde von den afrikanischen Sklaven in Brasilien erfunden. Weil sie keine Waffen besitzen durften, formten sie ihre Körper dazu. Die Kampftechniken tarnten sie als Tanzbewegungen, sodass ihre Besitzer kein Misstrauen hegten. Durch den Tanz und den Gesang drückten sie außerdem ihre tiefe Sehnsucht nach Freiheit aus. Die beiden Künstler sind geübte Capoeira-Kämpfer. In Brasilien wurde ihnen das sozusagen in die Wiege gelegt. Überraschung. Gut gelungen. Gut, gute Geiser, die Boys. Applaus. Das war so schön eben. Es ist halt so authentisch hier, es ist so unverfälscht. Man merkt diese echte Lebensfreude der Menschen an, die auf der Straße trainieren, nicht in einer schicken Turnhalle oder in einem teuren Studio. Es ist das Leben und es passiert auf der Straße. Und ich fand es total schön, dass sie mich gerade so eingebunden haben, barfuß auf diesen Stein, unmöglich. Ging auch komplett bergab. Aber die Freude, davon lebt es. Und das war eben für mich ein ganz besonderer Moment. Und am Abend geht die Capoeira-Show auf der Grand Lady weiter. Doch zunächst wird auf dem Schiff für Ordnung gesorgt. Auf Deck 1 machen Umwelt- und Sicherheitsoffizier André Klein und seine Mitarbeiter dem Müll Beine. Hier ist gerade wirklich ziemlich viel los. Ich versuche gerade mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, was mir mehr oder weniger gut gelingt. Wir haben im Vorderschiff gerade die Abgabe von Schrott. Und zeitgleich habe ich noch eine Palette mit Chemikalien bekommen, die wir auch entsorgen müssen. Und da muss ich jetzt einen Agenten kontaktieren und das ist möglichst alles gleichzeitig. Papier und Kartons dürfen in geringen Mengen auch auf hoher See verbrannt werden. Auch Essensreste finden zerkleinert außerhalb der 12-Meilen-Zone ihren Weg zu den hungrigen Fischen. Den Restmüll muss die Crew in den Häfen entsorgen. Zweiter Offizier Christian Baumann überwacht den Vorgang. In jedem Hafen gibt es andere Bestimmungen, was die Müllabgabe betrifft. Das heißt, wir müssen uns nach den Regularien des jeweiligen Hafens halten, was wir abgeben dürfen und was nicht. In ganz vielen Häfen ist zum Beispiel nicht erlaubt, Essensreste abzugeben, was für uns natürlich ein Riesenproblem ist, da Essensreste leicht verderben und die so schnell wie möglich von Bord müssen. Es gibt aber noch allerhand andere Regularien. In manchen Häfen darf kein Sondermüll abgegeben werden, sowas wie Batterien oder Motorteile. Also da muss man immer ganz genau schauen, in welchem Hafen man was abgeben darf. Das erfordert eine sehr komplexe Logistik. Bei ihrem Familienausflug in Salvador hält Sohn Liu seine Eltern ganz schön auf Trab. Mit seiner Geburt hat für Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis eine neue Zeitrechnung begonnen. Leo ist ja ein zeitloser Mensch und ich bin ja ein Mensch, der eigentlich bis jetzt immer nur nach Terminen gelebt hat und weiß genau, wenn Leo bei mir ist, dann ist dieser Zeitrahmen nicht mehr existent, den gibt es nicht mehr. Ansonsten hat er mich sowas von in eine 180-Grad-Kurve hineinbuxiert, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber Vater ist. Der See Chique de Tororo ist bei Anwohnern und Tieren äußerst beliebt. Ist da die große Ente, eine Riesenente, ein Schwan, ein schwarzer Schwan. Diese Welt wird so viel größer durch ein Kind und diese kleinen Probleme werden einfach auch so, wie sie sind,
klein. Und man kommt nach Hause, nimmt das Kind in den Arm und hat irgendwie alles vergessen. Und da muss das Problem schon richtig gravierend sein, dass man dann irgendwie zu Hause das nicht abschalten kann. Weil normalerweise ist er eigentlich in dem Moment, wo ich ihn im Arm habe, ist die Welt in Ordnung und alles ist schön und alles ist gut. So schön wie die Abendstimmung über Salvador da Bahia. Glücklich und zufrieden kehrt die Familie zu ihrem Schiff zurück. Auf der Grand Lady ist Adamo heute Abend verantwortlich für die große Capoeira-Party. Mit seiner ehemaligen Band und Freunden von früher möchte er den Passagieren eine spektakuläre Folklore-Show bieten. Zum Stress mischt sich Aufregung. Zum ersten Mal seit 2 Jahren sieht der Tänzer heute Abend seine Familie wieder. Die große Familie kommt noch, ne? Also, ach so, die sind noch gar nicht da. Ein bisschen, ja. Ach so. Ist noch nicht, sie sind ein bisschen später, aber ja. Schon auf Ort, ab etwas. Ah, okay. Am Auto, glaube ich. Ja. Sehr gut. Freust du dich? Ich finde sie, ne? Ja. Gut, ich freue mich auch. Ja. Das muss ja für ihn wirklich der Wahnsinn sein heute, die alle wiederzusehen nach 2 Jahren. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass es auch geklappt hat, dass alle kommen konnten und dass wir jetzt auch gleich die Show sehen mit ihm und seinen Freunden. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Die Generalprobe beginnt typisch brasilianisch. Mit viel Verspätung. Meine Familie und dann Show und dann Freunde, meine Kollegen kommen und man verändert Dinge, ne, das ist gut und in meine Heimat in der Straße, also boah, das ist wirklich so viel. Aber wir kommen in the end of the day, ist alles gut. Ich glaube, das ist alles gut, alles muss gut. Ich muss jetzt nur duschen und dann bin ich neu geboren und dann ja, werde gut. In der Bordküche könnte auch Elisabeth eine Dusche gut vertragen. Stattdessen bringt Küchenchef Christian Siegertz eine erfrischende Nachricht. Gehst du nach oben, heute zur Show? Ja, sicher. Gehst du aufs Königsdeck, das heißt heute die brasilianische Show. Sängerin, weiß ich nicht, wie die heißt, soll aber gut sein. Und dann Tänzerin, gehst du einfach hin. Okay. Kannst du in Kochklamotten oder auch kannst du privat gehen. Ich kläre das ab mit Mutter. Okay. Aber dann haust du hier um 8:30 ab. Ja, es sind gute Jahre. Ich freue mich noch, was zu unternehmen zu können. Für das, dass wir nicht raus können, ist das dann schon eine gute Nachricht. Ein denkwürdiger Abend auf der Grand Lady bricht an. Für Adamo ist der große Moment des Wiedersehens endlich da. Auf dem Panoramadeck sucht und findet der Brasilianer seine Mutter und Geschwister. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Meine Mama. Seine Schwester hat eine Überraschung für Adamo. Bald wird er Onkel. Er hat aus allen Häfen seiner Reise Geschenke mitgebracht. Die Ringe sind für seine Mama. In diesem Moment beherbergt die Grand Lady die glücklichsten Menschen der Welt. Total cool, total cool. Wir missen nicht so viel. Also alles, ne? Meine Familie. Endlich, nach 2 Jahren. Cool. Adamo bekommt von seiner Mutter ein Wunschband. 3 Knoten. So will es die Tradition. Genau. Ich habe 3 Wünsche jetzt. Und dann, ja, so, ja, sie hat gesagt, dass ich 3 Wünsche machen kann. Das ist gut. Doch eigentlich ist Adamo momentan wunschlos glücklich. Am Informationsstand geht es etwas sachlicher zu. Reiseleiter-Praktikantin Dominique trifft letzte Vorkehrungen für den morgigen Ausflug. Ich bin jetzt mit dem Infodienst fertig. Also wir haben jetzt geschlossen an der Information. Und jetzt bereite ich mich noch auf meinen Ausflug morgen vor. Wir sind ja in Ileus morgen. Und da darf ich zu der Kakaoplantage fahren.
Und da schaue ich jetzt nach ein paar Informationen und was ich da schon ein bisschen drüber rausfinden kann. Da ich noch nicht weiß, ob ich übersetzen muss, ob wir einen deutschen Guide haben, und dann bin ich immer lieber vorbereitet für den Fall, auch dass das Englisch nicht so gut zu verstehen ist. Adamos Show will sie sich auch anschauen. Dafür sind keine Sprachkenntnisse erforderlich. Auf Capoeira bin ich ganz gespannt. Ich finde, es ist super schön zum Anschauen. Ich habe das auch einmal ausprobiert, aber es ist so anstrengend. Es ist viel zu anstrengend. Da gucke ich lieber zu. Kurz vor dem Auftritt herrscht Chaos in der Umkleidekabine. Die brasilianischen Behörden machen Ärger und lassen zwei Tänzer nicht auf das Schiff. Es gibt so viele Probleme für diese Anmeldung. Ich habe nie gedacht, dass Brasilianer ist mehr streng als Deutsch. Jetzt ist 21.05. Und wir sind schon. Aber alles gut. Alles wird gut. Die Hoffnung des Verzweifelten. Die zwei Tänzer fehlen immer noch für die Show. Doch lange kann Adamo die Zuschauer nicht mehr warten lassen. Jetzt muss er raus. Ich bin ein bisschen nervös, dass wir sind nicht alle zusammen. Das ist ein bisschen Drama. Ich versuche nur ein bisschen nicht so Stress denken, aber ja, ich glaube, wird alles okay. Ich muss noch einmal sagen, dass alles wäre schön, das wäre super. Aber es ist ein bisschen Drama, ja. Umso besser. Je größer das Drama, umso höher die Spannung. Die hinteren Decks sind proppevoll. Entertainment-Managerin Cori kann den aufgeregten Adamo etwas besänftigen. In Brasilien ticken die Uhren halt einfach anders. Das haben wir heute schon den ganzen Tag erlebt. Und so ist es halt auch jetzt. Aber ich würde sagen, unsere Gäste sind im Urlaub, die haben Zeit. Und das wird schon werden. Genau. Moralische Unterstützung bekommt der Tänzer auch von seiner Kollegin Fernanda Brandão. E aí, querido, preparado? Tô preparado. Oxi. Valeu. Aproveite. Hallo, Corina. Freut mich sehr. Fernanda. Schöne Show wünsche ich dir. Viel, viel Spaß. Danke, danke schön. Fieber mit, ich tanze mit und ich werde helfen, dass diese Leute auch alle aufstehen und mitmachen. Ja, ja, danke. Auf jeden Fall. Samba und Capoeira. Oh. Freue mich richtig, so schön. Ich kann mal mich zurücklegen und zuschauen. Das ist so toll. Nein, finde ich super. Dass du es machst. Okay. Bis nachher. Ne? Bis nachher. Show, wir rufen mal. Endlich haben die Behörden Adamos Tänzer auf das Schiff gelassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Show jetzt beginnen kann. Ohne Sängerinnen geschieht rein gar nichts. Die Damen brauchen in der Maske eben auch etwas länger. Wo sind die Mädels? Wo sind die Mädels? Die Brasilianer, was hast du gesagt? Die Brasilianer, die Uhrzeit ist ein bisschen was. Ich würde verrückt werden. Aber in den Zuschauerrängen wird keiner verrückt. Geduldig grooven sich die Passagiere auf die brasilianischen Rhythmen ein. Mittendrin Adamos stolze Mama. Auch Dominique und Elisabeth haben endlich Dienstschluss. Natürlich bin ich glücklich, mal nicht in der Küche zu sein und mir was anzusehen zu dürfen. Ja, natürlich bin ich gespannt, wie das jetzt ist, weil ich eigentlich keine Ahnung habe, was hier genau jetzt dann gleich passiert. Eine Capoeira-Show der Extraklasse mit durchtrainierten Athleten und prächtigen Kostümen. Bühne frei für Adamo und seine Freunde. Der erste Teil der Show widmet sich dem folkloristischen Tanz und Gesang. Die Wurzeln dieser Traditionen liegen in der afro-brasilianischen Religion Candomblé, die eine Mehrheit der Bevölkerung praktiziert. Mit João Gilberto's Welthit Girl from Ipanema erobert Adamo die Tanzfläche und die Gunst von Fernanda Brandão. Nach ihrem Capoeira-Kampf fordert er die attraktive junge Frau jetzt zum Tanz auf. Die feurige Latina lässt sich nicht zweimal bitten, als hätten sie den Auftritt geübt. Es war ganz spontan.
spontan, ich wusste nichts davon, aber von Künstler zu Künstler, ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden aufruft, da muss man einfach mitmachen und er ist auch so charmant, da kann man auch gar nicht widerstehen. Im zweiten Teil der Show zeigen die Capoeira-Kämpfer ihre einmalige Körperbeherrschung. Die Bewegungsabläufe und akrobatischen Einlagen haben teilweise Ähnlichkeiten mit den Bewegungen wilder Tiere. Vermutlich haben sich die Erfinder der Kampfsportart in der Natur etwas abgeschaut. Das Publikum ist hingerissen. Insbesondere die weiblichen Zuschauer. Einmalig haben wir sonst nicht, dass wir oberkörperfreie, so gut aussehende Männer hier haben. Auch Elisabeth ist von der exotischen Show begeistert. War mega interessant. Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Und vor allem also die Körperbeherrschung, wo die haben, ist das brutal. Also die Leistung, wo die abgeliefert haben, war mega geil. Also wirklich toll, das mit anzusehen. Veranstalter Adamo ist nach der Show überglücklich. Die Anwesenheit seiner Liebsten ist für ihn das Größte. Und meine Familie war dabei. Für mich war es so großartig. Ja, ich kann nicht bedanken, also nein, wirklich. Also für mich war es so besonders. Und dann ich fühle also bin glücklich. Also ich bin eine zufriedene Mensch. Danke. Doch bald heißt es Abschied nehmen aus Salvador da Bahia. Auf dem Mooring Deck überwacht der zweite Offizier Christian Baumann die Vorbereitungen zum Ablegen. Gleich geht's los, wir haben Abfahrt in Salvador und ich hoffe, dass es nicht zu solchen Problemen kommt wie heute Morgen. Aber normalerweise geht das beim Ablegen alles ein bisschen unproblematischer. Man muss ja keine Polle aussuchen. Ich denke, das geht jetzt ganz zügig und ganz, ganz gut. Aber Brasilien ist immer für eine Überraschung gut. Salvador da Bahia möchte das Kreuzfahrtschiff einfach nicht ziehen lassen. Ja, falsch gedacht damit, dass es schnell geht heute Abend mit dem Ablegemanöver. Die Leinen haben sich jetzt in dem Pontoon verheddert. Ja, jetzt stehen sie da rum und keiner weiß so richtig Bescheid, was er machen soll. Und jetzt warten wir einfach mal ab. Die müssen auf jeden Fall die Leinen von dem Pontoon runterkriegen. Wir können die Leinen nicht nach oben hieven. Immerhin sind die Hafenarbeiter abends aktiver als am frühen Morgen. Ja, jetzt haben sie einen Schlepper gerufen, der die Leinen jetzt von dem Pontoon lösen soll. Also ein ganz schön großer Aufwand für die zwei Leinen. Ich hoffe, dass es klappt. Das hoffen alle Beteiligten. Allen voran Kapitän Morten Hansen. Der Plan geht auf. Christian Baumann gibt das Kommando. Okay, heave up! Ja, jetzt hast du die Vorleine gelöst und dann sind wir soweit zum Abfahren. Schöne Wetter, Windstille und dann morgen immer pünktlich in Ilhéus. Ob pünktlich oder nicht, spielt in Brasilien keine Rolle. Hauptsache ankommen. In der nächsten Folge. Auch beim Raften in Brasilien behält der Kapitän das Ruder in der Hand. Der Mann lässt sein Paddel nicht los. Und beim Klippensprung muss sich Reiseleiter Bernd überwinden. Schlimmer ist der Bungee-Sprung gerade für mich. Passagierin Frauke genießt den Tag im Paradies. Und ich könnte hier stundenlang im Wald rumlaufen. Während Kapitänsfrau Waltraud Kinderdienst an Bord hat. Ich glaube, man wird vorsichtiger auch. Ne? Irgendwie bei den eigenen ist das anders.